Hallo und herzlich willkommen zurück zum dritten Teil der dritten Episode von Secret Agent. So, hier haben wir auf der Karte alles abgeklappert. Hier oben waren wir, glaube ich, auch schon. Das heißt, wir können nach links weiter und uns die vier Burgen heute mal vornehmen. Also steigen wir ein in die Nummer 1. Wir fallen gleich. Alter, sowas ist doch arschig, Leute, Alter. Also mal ganz ehrlich. Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin schon wieder bedient für diese Folge. Ich mag nicht mehr. Ich höre jetzt auf, so, Schuss, vorbei, aus, Ende. Nee, das mache ich nicht. Okay, gut. Spaß beiseite, auch wenn er gar nicht so spaßig war. Ich weiß, mein Humor ist scheiße, aber gut. So, gleich mal durch die Tür. Und das sieht mal wieder so richtig gemütlich aus. Ach, holla, sieht das gemütlich aus. Da werde ich richtig geil. So, oh Gott. Ja, das ein wahres Freudenlevel. Also es beginnt heute schon wieder prima mit dieser Episode. So. Ich nehme an, hier gibt es wieder eine Brille in dem Level. Oh Gott, oh Gott. Ganz schön arschig. Oh, ich wusste, es würde passieren. Und ist euch schon mal aufgefallen, jedes Mal, wenn ich an der Gefahr sterbe, sage ich, ich wusste, es würde passieren, ich wusste, es würde passieren. Wenn man das jedes Mal sagt, bei jeder Gefahr, dann... Klar, dann passiert es irgendwann, ne? Also... LSC ist ein dummer Idiot. Das ist unsere Schlussfolgerung für heute. Boah, die Stelle ist echt übel. Aber andererseits auch wieder kackengeil. Ja, kackengeil, supergeil. So, Freund, lass stecken dein Sonar hier. Dann ein drittes Mal. Wenn ich jetzt nochmal kaputt gehe, dann könnten wir direkt an Schneiden mal denken. So. Also bis hierhin alles easy. Auch wenn der Roboter am Start ganz schön böse positioniert ist. So, probieren wir das nochmal. Jetzt nicht so hektisch wie gerade eben. Da habe ich mich verleiten lassen, weil ich schon wieder ungeduldig und fickrig war. So, das war schon wesentlich besser. Nein, nein, nein. Oh, scheiße. Es hätte so gut klappen können, wenn ich nicht von der Plattform gefallen wäre. Aber gut. So, dann nochmal durch die Tür. Dann hoffe ich, dass ich dieses Mal nicht an einen von diesen Spiegeleiern kaputt gehe. Dass die DWS solch explosive Spiegeleier hat, hätte ich nicht gedacht. Ah, die sind aber auch blöd positioniert hier auf den Treppenstufen. So, dann ins Lüftungsrohr. Oh, ich dachte... Ich falle in den blöden Robocop da rein, ey. Ich glaube, das war jetzt der falsche Weg. Oder vielleicht doch nicht. Okay, lass ihn spucken. Dann holen wir uns die Disk. Es ist immer noch 5:01 Uhr. Gut zu wissen. Die Zeit steht still beim Secret Agent Spielen. So. Ist hier hinten eine Sackgasse oder geht's hier weiter? Ich glaube, da geht's wieder an den Start. Kann das sein? Dann fallen wir wieder dort runter. Oh, Menno. Oh, jetzt kommt noch so ein Idiot. Voll das Firefight-Gebattle. Ich komme mir schon vor wie bei John Woo. Hardboiled. Ach, da ist eine Brille. Sehr gut. Die versuchen wir jetzt gleich mal mitzunehmen. Ich hoffe, das klappt. Sehr schön. Nun, da müssen wir nochmal durch den Raum. Ich hasse diese Level-Designer. Das sind solche Arschmarten. Aber gut, ohne die Selbstschussanlage dort oben ist das wesentlich einfacher. Das sollte jetzt kein Problem sein. Ihr wisst ja, was passiert jedes Mal, wenn ich diesen Satz sage. Es sollte kein Problem sein. Und schon blinkt der Geheimagent. Das ist wesentlich ekliger. Also die Stelle ist wesentlich ekelhafter als... Ah. Wir sehen uns gleich wieder. So, erstmal den Satelliten eingeseift und dann sicher nach... Okay, Take 297, vielleicht klappt es jetzt. Also erstmal weg mit der Satelliten. So, nochmal, weil es so viel Spaß macht, ne? Also nach oben, weg mit dem Satellit. Du verficktes Stück verdammtes Kack... Leck mich doch einfach nur am Arsch. Nein! Ich verfluche diese Minen und alle ihre Kinder
Für sämtliche Generationen, ich sag's dir. So, jetzt zum 100. Mal diesen blöden, scheiß, dämlichen Kack-Satelliten kaputt gemacht. Dann hier aus dem Loch. Dann hier drüber. Und dann hätten wir das jetzt endlich mal geschafft nach 15.000 Anläufen. So, wir haben eine Diskette. Das heißt, hier muss irgendwo ein Computer sein. Mach mich nicht schwach. Okay, hier. Nun gut. Wollen wir diesen Weg gehen? Ich glaube fast ja, ne? Wir können auch nach hier oben. Okay, da gibt es nur ein Y. Unwichtig. Ganz unwichtig. Lenkt mich jetzt nicht ab vom Wesentlichen, Freunde. Die Sprünge sind auch alles anders schön. So, Dynamit. Wo war das Ziel? Ich weiß es nicht. Müssen wir da wieder nach oben? Okay, sieht so aus, als müssen wir da wieder nach oben. Ey, ich war wieder so kurz vom Ziel, bin wieder tausendmal kaputt gegangen. Oh, das ist mit Abstand das dämlichste, blödste Scheiß-Level in den ganzen drei Episoden gewesen. Das liegt nur an diesem Scheiß-Raum da, mit diesen blöden Minen auf diesen blöden Stufen. Ihr blöden Arschgeigen. So, ich glaube, das Ziel war dort, wenn wir uns jetzt runterfallen lassen, auf der rechten Seite. So, oh, lass mich hier raus, ey, ich bin so aggressiv jetzt. Und das Schlimmste ist, ich muss noch drei Level spielen mit dieser Stimmung jetzt. So, weiter. Ihr Saftsäcke, ey. Gut. Blau, das beruhigt mich ein bisschen. Das beruhigt mich ein bisschen, im Gegensatz zu diesem Missile Launcher. Ja, das ist ja schon wieder scheiße, also. Ach Leute, das ist doch Arsch, Mann. Genauso wie diese ganze Folge Arsch sein wird, wenn es mal hochgeladen ist. Das gibt's doch nicht. Ui. Jetzt übertreiben sie es ein bisschen mit diesen Missile-Launcher-Anlagen hier. Okay, lass mal gucken. Wollen wir erstmal ihn kalt machen. Ja, das war ein kurzes Gastspiel. Neuer Versuch. Ich glaube, ich schaue erstmal nach hier oben. Ach nee, das bringt noch nichts. Wegen... Das ist ganz blöd hier. Okay, der Cooldown von den Missile-Launchern ist zum Glück etwas länger. Das heißt, man kann die ein bisschen ausschmieren. Das ist gut. So. Ich glaube, ich möchte hier durch den Teleporter. Ich sehe noch gar keinen anderen Weg. Oh, überall diese Selbstversandlagen. Die machen mich verrückt. Die machen mich echt... Ja, na klar, erwischt mich der jetzt noch. Das wird mit Abstand die dämlichste, nervenaufreibendste, heulsusigste Folge aller Zeiten. Aber gut, dann erlebt er mal, was ich für Qualen hier durchmache, was jeder Let's Player tagtäglich für Qualen durchmacht. Es ist nicht schön, meine Freunde. So, das ist jetzt bestimmt wieder die falsche Seite, wo ich das runterwerfe, stimmt's? Ich würde das gerne runterwerfen auf der anderen Seite. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Möchte ich mich jetzt zuerst runterfallen lassen und die Diskette holen oder... Und... Ich glaube... Oh, jetzt muss ich nochmal nach dort oben und mir einen Schlüssel holen. Gut. Genau, hier rein kann ich noch nicht. Weil ich zwei Schlüssel brauche. Also selbst wenn ich einen hätte... Würde mir das gar nichts bringen. So. Ich glaube, das wollen wir hier nach unten mitnehmen. Genau, dann kommen wir A ans Dynamit. Aber nur mit Glück. Genau. Und B kommen wir dann dort drüben auf die Plattform. Da gab es eventuell nichts Wichtiges. Okay, ich dachte, da gäbe es vielleicht den roten Schlüssel. Wo gibt's denn den? Ich habe ihn nirgends gesehen bis jetzt. Das ist doof. Dort unten ist er. Ja, da müssen wir zuerst... Okay, Diskette haben wir. Das heißt, wir müssen zuerst den Computer aktivieren. Ich weiß jetzt nicht, wo der ist. Ist der irgendwo am Start? Oh Gott. Wo ist denn der Computer? Habe ich den übersehen oder... Ich geh gleich abkotzen, ey. Ich sag's dir, ich geh gleich abkotzen. Ich mag nicht mehr. Oh Mann. So, meine Freunde, der Computer ist hier oben. Den habe ich davor komplett übersehen. Das heißt, damit haben wir
das Laserfeld hier ausgeschalten. Ich möchte auf jeden Fall diese beschissene Selbstschussanlage dort weg haben, nachdem ich nur noch einen Energiepunkt habe. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Jetzt kommt das blöde Ding natürlich nicht mehr. Jetzt komm doch, Junge. Zieh dich nicht so. Dann eben nicht. Meine Fresse. Sich so bitten zu lassen, ne? Aber jetzt wieder groß rumtönen. Jetzt, wo ich wieder da bin. So, jetzt halt die Schnauze. So, wenn ich jetzt nicht an dem blöden Missile Launcher kaputt gehe, dann könnten wir es schaffen. So, noch einmal möchte ich mich hier runterfallen lassen. Durch den Teleporter. Jetzt können wir hier durch beide Türen. Vorausgesetzt, ich schaffe den Sprung nach dort drüben. Gut, dann hätten wir den Satelliten geköpft. So, jetzt nur nochmal das Ziel finden. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Hätte ich mir vielleicht mal merken sollen. Ich bin heute absolut unkonzentriert und sowas von geladen. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück zum Start. Dass wir nochmal zum 15. Mal an diesen Fick-Missile-Launchern vorbei müssen. Dass man da auch ja noch 30 Mal stirbt. Oh, Leute. Ich hoffe. Genau, hier ist das Ziel. Gut, lass mich hier raus. Ich bin so aggressiv, meine Freunde. Ey, wenn ihr das alles sehen würdet, was ich jetzt schon rausgeschnitten habe hier in der Folge. Ihr würdet mit mir weinen, glaubt mir. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Ja, komm, Junge. Los. Durch die Tür. Ich möchte einfach nur, dass das vorbei ist jetzt. Scheiße, du. Ich glaube, das wollen wir hier runterstoßen, damit wir hier rüberspringen können. Jawohl. Das ist ekelhaft. Oh nein. Ich glaube, das hätten wir gebraucht, um nach hier oben zu kommen. Ich glaube, ich habe schon wieder mir alles verbaut. In der Tat habe ich mir schon wieder alles verbaut. Frei tot. Und dann probieren wir das nochmal. Boah, also die dritte Episode, die ist hardcore. Die ist einfach nur hardcore. Ey. Mir fehlen die Worte, ganz ehrlich. Aber dann frage ich mich, jetzt spuck doch endlich. Spuck mir ins Gesicht, Baby. Ich stehe drauf. Da frage ich mich aber ernsthaft, wie wir über dieses... Wie hier drüber ich nichts verstehen. Okay, so. Na dann. Es geht ja wohl doch. Oh. Das ist sowas von pervers. Das ist eine Perversität nach der nächsten. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen, Leute. Mir entgleiten die Worte. So gefickt und fertig bin ich. Okay, das heißt aber auch, dass wir da nochmal rüber müssen. Yay! Sind das perverse Schweine. Und wir müssen dann garantiert nochmal hier rüber. Garantiert. Den Sprung lassen die uns schon noch 3-4 Mal machen. Da kennen die nix. So, jetzt haben wir einen roten Schlüssel. Wo wollen wir den verwenden? Gleich hier. Na gut. Und hier ist auch die Diskette. Ich hätte sie fast übersehen. Ey, ich hätte mir so in den Arsch gebissen. Ja, wir müssen nochmal nach oben. Und wir müssen natürlich noch ein paar Mal dort drüber springen. Wie ich es prophezeit habe. Komm jetzt. Ihr Säcke geht mir auch langsam auf die Eier. Weg mit euch. Ugh. So, jetzt aber Schluss hier. Und natürlich auch nochmal vorbei an der Mine. Ist ja klar. Mit mir kann man es ja machen, ne? Mit mir kann man es ja machen. Das heißt, nochmal das Ding hier rüberschieben. Ui, ja, ja, ja. Den Computer aktiviert. Auf den Marmeladenspucker gewartet. Komm, Junge, mach. Ich finde heute keinen Frieden mehr mit diesem Spiel. Oh, scheiße. Ich hoffe, wir müssen nicht mehr zurück. Ich hoffe, das war kein Fehler. Gut. Die stillen Hallen genießen wir es für einen Moment, bevor wir uns... Okay, jetzt nochmal. Ich glaube, ich muss mich hier einfach runterfallen lassen. Genau. Und diese Reihe von total beknackten Sprüngmeistern. Nochmal ein roter Schlüssel. Okay. Ja, keine Ahnung, wie du das hier machen willst, ohne Energie zu verlieren. Springst du, erwischt dich der obere, lässt dich runterfallen, erwischt dich der untere. So, Plattform.
Das finde ich dufte. Lasse! Gottes Willen, ey. Das heißt, wir müssen schon wieder zurück. Oh nein, wir müssen nochmal an den Start. Wie beschissen ist dieses Level denn, ey? Das ist doch zum Kotzen. Das ist echt widerlich. Das ist einfach nur widerlich. Also diese Level dieser dritten Episode, ey. Oh, da könnte ich Gift und Galle kotzen. Ich schwör's bei Gott, wenn ich jetzt an dieser Mine kaputt gehe, ne? Dann höre ich mit diesem LP auf für immer und für alle Zeiten. Achso, Moment. Ich hol mir gleich mal das Dynamit. Weil ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auf der anderen Seite dann jetzt runterfall oder so. Von daher, sicher ist sicher. Den Arschsprung. Oh, du und deine Mutter fahrt doch zur Hölle, ey. Oh. Oh. Ich krieg Herzschmerzen, ich muss aufhören. Ich muss aufhören. So, ich sag's euch, Leute. Das verfickte, dumme, blöde Arschloch, das das Level hier gemacht hat, dem möchte ich mal so richtig die Fresse polieren. Das geht echt überhaupt nicht, ey. Sich so eine Scheiße zu erlauben. Okay, jetzt muss ich mir nochmal das Ding von dort drüben holen. Boah, das wäre fast in die Hose gegangen. Schnell, 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 schnell. Oh. Gut. Wenn ich jetzt nochmal hier hoch muss, ne? Dann finde ich diesen Kerl und piss ihm in die Fresse. Ich schwör's bei Gott. Ey, seit 10 Jahren mache ich jetzt Let's Plays, aber so angepisst war ich mein ganzes Leben noch nicht. Oh. Yeah. Wir müssen schon nochmal 2- und 3-mal rauf und runter hier. Also, sag ich euch mit Gewissheit. Also, das war's bestimmt noch nicht. Vor allem kapiere ich nicht, wie man an dieser Stelle hier vorbeikommen soll, ohne Energie zu verlieren. Wie gesagt, springst du nach oben, erwischt dich der eine, lässt dich runterdroppen, erwischt dich der andere. Es geht einfach gar nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? So. Dann weg mit dem Ding dort. Und ich glaube, da war noch eine Selbstschussanlage, genau. Muss auch weg. Doggy muss weg. Und weh, da ist jetzt nicht das Ziel. Ey. Oh, ich bin so angepisst, ey. Ich bin so angepisst. Ich möchte Babys verprügeln. Ganz ehrlich, soll ich dich schon mal links, rechts den Neugeborenen in die Fresse? So aggressiv bin ich jetzt. So, letztes Level für heute, wenn das auch so scheiße ist. Dann muss ich in die Klinik. Ich habe schon einen halben Herzinfarkt. So, weg mit dir. Ich bin jetzt voll aggro. Jetzt baller ich alles weg, was mir in die Quere kommt. Ohne Rücksicht auf Verluste. Das Problem ist, ich bin jetzt wirklich so aggressiv, dass ich überhaupt keine Konzentration mehr habe. Ich muss jetzt mal wieder runterkommen. Ich habe jetzt dieses letzte Level, habe ich glaube ich. Also jetzt ungelogen. Lass mich mal hochzählen. 8, glaube 9 Mal musste ich das jetzt spielen, mindestens. Ich glaube, es waren sogar 10 Mal. Und boah, also so angepisst war ich selten in meinem Leben, ey. Da kommt mir der Typ natürlich genau recht noch. Ach man. Stichwort Konzentration, ne? Okay, also ich, jetzt muss ich echt mal wieder runterkommen. Cool bleiben. Cool bleiben wie Agent 006. Ab in die luftigen Höhen, ein bisschen Frischluft tanken. Triple Shot, geil. Hoppala. Das war das Menü. Sorry, ein bisschen zu oft gedrückt. Was wollen wir damit machen? Was wollen wir damit machen? Und. Oh! Scheiße, scheiße, ich weiß nicht, ob das gut war. Ich weiß nicht, ob wir das hier runterfallen lassen wollen oder ob wir das irgendwie auf der anderen Seite benötigen, um dort irgendwie zu stapeln. Lass mich mal gucken. Das würde dann hier runterfallen. Ich aktiviere erstmal den Computer, dann sind die Laserfelder aus und dann versuche ich nochmal nach oben zu kommen. Dann haben wir jetzt mehr Möglichkeiten dort oben. Also mir ist jetzt gerade noch nicht ersichtlich, wo ich diese Kisten genau brauche. Aber ich glaube, ich habe es schon wieder verbaut. Ich glaube, die eine hätte ich nicht an den Rand schieben dürfen. Ich habe so eine böse Vorahnung, dass das genau der falsche Move war. Ich verstehe es einfach nicht. Wo brauchen wir die? Also das Ding brauchen wir hier, um hier hochzukommen. Okay. Nehmen wir ein patriotisches S mit. Gut, dann mache ich den Roboter gleich von hier drüben kalt.
Oh, ich glaube... Na, Moment mal. Wenn da nur der Satellit um ist, dann können wir die Sache noch retten. Ah! Ja, wir hätten das Teil... Moment, aber das kann man noch retten. Ich glaube, das kann man noch retten. Sehr gut, sehr gut. Oh, fuck. Zum Glück. Oh, Mann. Ich bin so eine Pfeife, so eine Nulpe, so nichts. Also gehen wir den Weg nochmal. Und versuchen jetzt, das Dynamit zu bekommen. Oh, Leute, ich bin unten durch. Ich sag's euch, ey. Ob ich so schnell nochmal einen Jump'n'Run spiele, das weiß ich nicht. Ich bin auch irrtümlicherweise davon ausgegangen, dass man auf der Wolke stehen kann. So, aufspringen, raus hier, glücklich sein. Auf Nimmerwiedersehen bei Secret Agent, ihr miesen Schweine. So, ich muss mir jetzt erstmal abreagieren und dann spielen wir wahrscheinlich das nächste Mal die letzte Folge für dieses Spiel. Juchi, juchi, juchi. Also, bis dann, meine Freunde. Tschüss. So, wo war mein Blutdruckmessgerät? Ah ja, hier, okay, Moment. Ah ja, 250 zu 170. Das ist ja noch alles okay. Dann auf in die nächste Folge.